Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Das R habe ich jetzt aber gerade ganz schön gerollt. Egal, muss mich ja nicht scheren. Ja, auf jeden Fall habe ich euch ja in meinem letzten Video erzählt, dass ich immer gerne das letzte Kuchenstück hätte. Und zwar werden wir heute einen Exkurs machen in die Geschichte von Elena R. Punkt. Schon schöne Sache. Also, ich werde euch jetzt mal eine Geschichte erzählen aus meiner frühesten Asperger-Zeit. Ja, das trifft es eigentlich am besten, weil als ich jünger war, hatte ich ein paar ganz verrückte Verschwörungstheorien, die aber im Nachhinein, als ich dann etwas älter wurde und der Asperger diagnostiziert war, dann verstanden habe, könnte auch da dran liegen. Also. Alte Verschwörungstheorien, die eigentlich gar keine Verschwörungstheorien waren, sondern sich auf Unwissenheit beruht haben. Ja, also Verschwörungstheorie Nummer 1. Hab euch ja schon mal erzählt, dass Wasser bei mir höllisch auf der Haut wehtut. Und deswegen hatte ich folgende Verschwörungstheorien. Ich habe die Theorie gehabt, jemand hat Säure ins Wasser gekippt. In so ein jedes Wasser, sowohl ins Regenwasser als auch ins Wasser, das aus dem Hahn kommt und so. Ich hatte die totale Theorie und ich war mir auch 100% sicher, da hat jemand Säure oder irgendwas reingekippt, weil es kann ja wohl nicht sein, dass das Wasser so auf der Haut wehtut, weil da muss doch was mit dem Wasser nicht in Ordnung sein. Und ich hatte die Theorie, dass bei uns in der Gegend jemand Säure aus versehentlich ins Wasser gekippt hat oder irgendwas und deswegen tut Wasser weh. Ja, im Nachhinein weiß ich, dass es nicht daran lag, sondern am Asperger. Also, wie gesagt, Unwissenheit. Unwissenheit schützt nicht vor Dummheit. Ja, meine zweite Theorie war, dass die Sonne heller wird. Dass die Sonne jedes Jahr heller wird. Ich habe die Theorie gehabt, wenn die Sonne dir mehr und mehr Probleme macht pro Jahr, dann muss es ja wohl an was liegen. Und da hatte ich dann so die Theorie, weil ich dann in dem Jahr von Ozon und so gehört habe, dass die Ozonschicht kaputt gegangen ist und die Sonne deswegen heller wird. Es liegt nicht an mir, es liegt an der Sonne. So, und hier habe ich jetzt aber einen kleinen Funny-Fact für euch, nämlich folgendes. Ich wohne in einer Gegend, in der tatsächlich aufgrund der Wölbung der Erde oder besser gesagt der Erdgegend, die Sonne tatsächlich greller scheint, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin oder so wohne. Also viele Bekannte von uns, die aus Flensburg, Hamburg, Berlin oder weiß der Geier woher gekommen sind, sagen, bei euch ist es ja unglaublich grell. Also es liegt nicht nur an mir, es liegt tatsächlich nicht nur am Asperger, es hat auch einen natürlichen Hintergrund. Aber damit hatte ich ja eigentlich. Hey, dann ist meine Verschwörungstheorie richtig, ne? Dass ihr immer früher heller wird. Ja. Nö, wir sind ja konstant hier. Ja, aber die Wölbung wird ja vielleicht immer tiefer und darum wird es immer heller. Es ist ja jetzt nicht so, dass das ausgeschlossen ist. Ich glaube immer noch nichts. Ey, das ist wie mit dem Kühlschrank beim Rossmann. Vielleicht sinkt ja die Erde immer mehr ab und man merkt es nur nicht. Das kann man damit niemand Gegenbeweis antreten. So, diese Theorie, die lasse ich jetzt hier im Raum stehen, weil das kann uns Gegenbeweis liefern. Toll. Ja, eine andere Theorie von mir war, dass ich habe geglaubt, dass meine Mutter mir nachts Kopfhörer auf den Kopf setzt, die ich nicht bemerke, ganz, ganz leichte, damit ich dann morgens das Gefühl habe, dass die Welt immer lauter wird. So das Prinzip, wenn du nachts über nichts hörst, dann wird es ja am Morgen auf jeden Fall lauter. Und das war so dann, meine Theorie war, irgendjemand setzt mir nachts Kopfhörer auf, aus reiner Bösartigkeit. Und am nächsten Morgen, wenn ich dann aufwache, dann ist alles viel lauter und viel unangenehmer. Ich kann euch nicht beweisen, dass es nicht so ist, aber ich habe so das Gefühl, weil ich von anderen Aspergern gehört habe und ich habe das Gefühl, dass statistisch gesehen ist es nicht möglich, dass alle Kopfhörer haben, dass es tatsächlich vielleicht daran liegen könnte.
Ja, aber wie ihr seht, ich hatte echt komische Verschwörungstheorien, als ich jünger war. Ja, was habe ich noch? Ich hatte, ja, genau, ich habe die Theorie gehabt, dass mein ehemaliger Direktor meiner ersten Schule, wo ich in Grundschule war, bis hin zur 5. Klasse, und mein damaliger Hauptschullehrer, mein erster, dass die in Wirklichkeit Dämonen aus der Unterwelt sind. Und bevor mir da keiner den Gegenbeweis startet, bleibe ich bei diesem Glauben. Die können nämlich keine normalen Menschen sein. So bösartig ist man nicht. Nicht wahr? Ja. Ja, so bösartig und grauenhaft grausam zu Kindern und sich dabei einreden, man mag Kindern, kann man ja nicht sein. Also entweder sie sind Sadisten oder Psychopathen oder sie sind Dämonen aus der Unterwelt. Und bevor mir keiner das Gegenteil beweist mit einem Gentest und ich will vor den Teufel direkt stehen, der mir bestätigt, nee, nee, die gehören nicht zu mir. Aber ich glaube, mit selbst der würde die noch verleugnen. So bösartig wie die waren. Ja. Aber ich hatte ja dann in der letzten Schule dafür umso bessere Lehrer. Und da hatte ich dann die Gegentheorie. Ich habe geglaubt, so nett wie die sind, die können auch nicht ganz normal, die können auch nicht menschlich sein. Die müssen wahrscheinlich, kommen dann wahrscheinlich aus der anderen Richtung. Die haben mich wirklich so unterstützt und waren so liebenswert. Also auf meiner letzten Schule, da war, ging es mir so gut, dass es sogar mir angefangen hat, Schule ein bisschen Spaß zu machen. Hätte ich das meinem jüngeren Ich gesagt, die hätte zu mir gesagt, ja, nee, ist klar, ich lasse dich einliefern. Aber es ist tatsächlich passiert. Also es kommt tatsächlich auch immer darauf an, wen man zum Lehrer hat. Vielleicht, aber weißt du was, wenn ich so drüber nachdenke, meine ersten zwei, also mein erster Rektor, mein erster Klassenlehrer, die waren vielleicht auch einfach nur wüste Kremlins. Wer weiß, aber solange mir da keiner das Gegenteil beweist, bleibt diese Verschwörungstheorie bei mir bestehen. Die kann mir, solange mir da keiner, so, das bleibt bei mir. So, meine nächste Verschwörungstheorie ist nochmal sowas, was mir keiner das Gegenteil beweisen kann, aber ich auch nicht beweisen kann, dass es so ist, ich bin ganz fest der Überzeugung, dass wenn ein Haustier stirbt und du dazwischen danach zwei Generationen Haustiere hast, dass es dann immer wieder kommt. Ich habe so das Gefühl, dass jedes meiner Haustiere, das ich bisher hatte, immer und immer wieder zu mir zurückgekommen ist. Eigentlich schön. Nicht wahr, Leo? Ja, von dir, Ramos. Schön, dass du auch mal aufgewacht bist. Ich habe nämlich, also was ihr ja nicht wissen könnt, ist, ich habe parallel eigentlich Leo rennen lassen, aber der ist irgendwann vor 5 Minuten in die Ecke gegangen, hat sich hingelegt und ist eingepennt. Manchmal ist es nicht einfach mit kleinen Karnickeln. Da willst du ihnen Auslauf liefern und zwar mehr und dann pennen die dir einfach in der Ecke weg. Naja, egal. Meine nächste Verschwörungstheorie ist, ich glaube, und das ist jetzt wirklich etwas, woran ich ganz, ganz doll fest glaube, und das ist eine Verschwörungstheorie, die haben wahrscheinlich mehr als nur ich. Ich glaube, unser Telefon wird abgehört. Und zwar von den Chinesen, den Russen, den Amerikanern und den Aliens. Ach, mach doch eh, warte, meine Videos haben eh nicht so eine High Quality. Da macht ein paar schöne Beine auch nicht mehr Unterschied. Okay, der Bob ist, der war zu viel, aber die Beine, die gingen in Ordnung. Der Hintern, der ging gar nicht. Das ist, muss ich sagen. Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass man. Also ich habe oft so Telefonrauschen und das irgendwie glaube ich nicht, dass das nur von den Leitungen kommt. Also ich habe das als Kind nie geglaubt. Und dann irgendwann später hat meine Mutter mir erzählt, dass meine DDR wirklich abgehört worden ist. Und dann habe ich mir so gedacht, etwas komisch. Ja. Ich habe noch so zwei, drei, aber ich überlege gerade, ob ich es noch auf ein zweites und ein drittes Video strecke. Weil ich habe jetzt, wie gesagt, also im Moment haben wir gerade viel besseres Internet. Also könnte ich da gerade ein paar Videos hochladen. Könnte vielleicht funktionieren und dann hätten die auf jeden Fall, weil ich weiß echt nicht, wie lange diese Internetbaustelle bei uns geht. Wisst ihr was? Ich bin jetzt so ganz furchtbarer Mensch, ich mache das jetzt. Ich werde euch jetzt noch versuchen, ein Video mit meinen Verschwörungstheorien kommt jetzt noch und dann noch ein anderes. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so für Verschwörungstheorien habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.